Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Gothic. Meine Matrosen. Es geht weiter. Los, wieder rein. Gucken, ob es funktioniert, ob Gorn jetzt wieder hinter uns ist. Gut. Schnell, muss sie töten. Ich treffe nicht, ich treffe das Geländer und er kann drüber schießen. Was gemein? Wie gemein war das denn? Oh. Okay, das heißt Nahkampf jetzt am Anfang. Den eben schnell killen. Two-Shotten. So. Nahkampf. Schnell töten. Dabei nicht angeschossen werden, wenn es geht. Doch, ich werde angeschossen. Yo. Ich weiß nicht. Ach Gott, ist schon wieder irgendwo runtergefallen. Kommt da hochgestapft. Geht schon los. Töte ihn, Gorn. Ich überlasse den. Was soll das denn? Was ist das denn für ein Design? Geh da rein und sterbe direkt und kann die nicht mal treffen, weil die da an was weiß ich für einer Scheiße hängen. Er ist nicht gestorben. Ich fass es nicht. Stirb doch. Ja, bumst mich halt hart. Das Behinderte ist halt, sie sterben nicht, wenn ich sie jetzt... Dass ich das nicht treffe, ist einfach so absolut lächerlich. So, direkt tot, ey. Keine halben Sachen. Was machst du schon wieder da unten, Gorn? Er trifft! Ist ja klar, ne? Komm jetzt hoch, Gorn. Wir sind krasse Armbrustschützen. Ja, trink dich an Tränken hoch. Die war jetzt eher so semi-optimal, ne Gorn? Würde ich sagen. Das war 50 Leute auf uns schießen. Und was machst du? Bist da fucking runtergesprungen und fast gestorben. Allerdings hat er einen Heiltrank dabei. Armbrust. So. Okay. Wie machen wir das jetzt? Gorn, hast du dir da schon was überlegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Apfel. So. Machen wir gleich. Erstmal gehen wir da runter. Ich nehme dich jetzt mal mit. Ausnahmsweise nehme ich dich jetzt mal mit. Ja, normalerweise würde ich dich hier oben lassen. Komm mit. Ich weiß ja, was da unten abgeht. Käse. Kommst du? Nein. Natürlich nicht. Wer hätte gedacht? Er ist einfach scheiße, ist er. Minecrawler Warrior. Tot. Muss ja ein paar von den Dingern hier besorgen. Und the Pledges. Ich hoffe, der Typ backt jetzt gleich nicht weg, Gorn. Jetzt muss ich nochmal raus und wieder rein, glaube ich. Vielleicht ist er dann da. Hallo? Boys. Okay. Okay, komme ich da rüber? Vielleicht, aber ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Mit einem Sprung komme ich da rüber. Glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich zurückkomme. Okay, machen wir später, wenn Gorn nicht mehr vonnöten ist. Der wird da eh nicht rüberkommen. Wir gehen wieder zurück, damit der Typ nicht despawnt.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob der, ob man von der anderen Seite irgendwie da dran kommt. Also, ob es noch einen anderen Eingang gibt dahin. Na, da oben läuft er, Gott sei Dank. Er ist halt der größte Spaß. So, da, jetzt ist er runtergefallen. Ich fasse es nicht, ich hasse ihn. Ich hasse Korn. Komm jetzt hoch. Oh, ein Fall. Wie gesagt, wahrscheinlich muss ich ihn gleich abstellen oder so. Wir gucken mal, ob das schneller geht. Mal schauen. Interessant. Oh, da ist ein Gardistenschwert. Hallo Gorn, gehen wir wieder rein, ne? Kommst du jetzt? Vernünftig, bitte? Es wäre eigentlich viel mehr worth, ihn stehen zu lassen. Kann ich überhaupt ihm befehlen, stehen Hallo. Zu bleiben? Halt die Stellung. Halt die. Ist gut. Bis später. Faggot, ey. Was macht er jetzt? Wo geht denn der jetzt hin? Geht der raus? Nee, 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 nee. Raus Hallo. Gehst du nicht. Dann komm halt lieber mit. Endlich. Dann kann ich besser. Kann ich besser mitnehmen und beten. Ich weiß es nicht. Level up! Blöder Gattis! Was? Wie ist es denn jetzt mit dir los? Von mir aus können wir unseren Streit vergessen. Du bist Hallo. Faggot. Geh, ich will dich nicht mehr. Ist gut. Hau ab. Bis später. Ja, verpiss dich. Arschbacke, ey. Mach ich halt alles ohne dich. Alter, ist das ein Wichser. Soll er halt draußen stehen. Mach ich halt den Scheiß alleine. Ich komm eh besser klar ohne den. Müssen wir die zwei trotzdem nochmal killen. So. 220 bringen die nur. Naja, so viel krasser sind die jetzt auch nicht als normale Minecrawler. Ich sag mal so, die sind genauso wie... Also ich mache genauso viel prozentualen Schaden wahrscheinlich, wie ich dir damals Schaden als Bandit oder was ich da war, den gemacht habe. Okay, er ist auch die rechte Leiter gegangen. Ne? Theoretisch dürfte ich das ja jetzt nicht schaffen. Okay, ich bin hochgekommen. War knapp. Hat schon gesehen, meine Füße waren unterhalb der Leiter, aber ging. So, jetzt sind wir den Typen hoffentlich los. Steht er da noch? Okay, er steht am Eingang, merken wir uns mal. Erstmal den Unsichtbaren da. So, tot. Da hinten. Minecrawler sind da. Schnell durchhüpfen. Looten. Bolzen, ist mir egal. Ich will nur die Armbrust. Irgendwer hackt da oben. Sind die bescheuert? Können wir nicht machen. Während hier Schlägerei ist. Armbrust. Hule. Ich gehe runter. Ich glaube, da habe ich bessere Chancen. Hier ist noch ein kleiner. Ich glaube, hier habe ich gute Chancen. Fernkampf OP. Ja, komm. Ja? Ja. Jetzt habe ich dich. Ich aim da einfach durch, du Lappen. Hier kannst du vergessen, mit Gordon runterzukommen.
glaube, so viel Platten brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich brauche 6 Stück oder so nur. Ich nehme aber mal alles mit. Kann ja immer noch verkaufen. Heilkräuter, Heilkräuter. Kann die auch mal schlucken. 77 Äpfel. Die müssen wir auch mal bald essen. Gucken, ob die Stärke bringen. Wenn wir mal richtig low sind, dann nehmen wir die mal. Gucken wir mal, ob das was bringt. Weil in den allen anderen Gothic-Teilen und Risen-Teilen ist es halt so, dass wenn du unterschiedlich immer entweder 20, 25 oder 10 Äpfel, glaube ich, sogar in Risen isst, gibt es plus 1 Stärke. Das geht, glaube ich, 10 Mal. Ich glaube, in Gothic sind es 25 Äpfel. Oder ne, 20 und 25 Dunkelpilz für plus 1 Mana oder so. Das sind halt Sachen, die muss man wissen. Geht halt nicht anders. Musst du halt wissen. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, da ist noch ein Buller, den wir umklatschen können. Hat er alles gar nicht mitbekommen hier. Hallo, ich bin's. Zack. Einfach nur, um dich kaltblütig, blutrünstig von hinten in den Rücken erstechen zu können. Mit einer Axt. Gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das? Hast dich wohl für die falsche Seite entschieden, Kumpel. Hier geht's nicht weiter, oder? Nö. Klong, klong, klong. Eigentlich müsste ich jetzt speichern. Hier muss man oft speichern. Wie tief? Okay, kann ich springen? Oh, wie sieht's hier aus? Da kommen sie schon angerannt. Die Affen. Zack. Oh Gott. Huhuhuhu. Weg da. Ich muss den anderen treffen. Schießt der auf mich? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Jo, ich fall halt auf seinen Kopf. Geil. Töte ihn! Warum wird der nicht gestaggert? Mann, ey. Ein Scheiß. Kann einfach runterspringen. Ist nicht so tief. Schießen halt einfach jetzt schon auf mich. Ist halt super lächerlich. Ha, dem Schuss ausgewichen. Ja, und ich bin tot. In der Luft weggeaimt. Alles klar. Das ist bescheuert, ey. Ah, es ist halt sackunfair hier. Zieh deine Waffe, töte den Gardisten. Aim ihn doch an! Los, tot! Okay. Erstmal einen Heiltrank nehmen. Jetzt kommt der coole Jump. Drehen im Sprung. Und unaim. Ach, jetzt stagger ich ihn wieder, oder was? Spiel, ey. Scheiß Armbrüste sind einfach so krass stark. Machst halt einfach nix. Jo. Genau. Lass mich halt bloß nicht darauf. Jetzt geh doch. Könnte. Scheiß Schwerter, die nichts wert sind, muss ich hier mitnehmen. Einfach weil ich den Drang habe, alles mitzunehmen. Oh, ein Trank. Ich glaube, das sah nach einem großen Trank aus. Beziehungsweise nach einem. Gib mir plus 10. Nein. Doch nicht. Ich vertan. Noch ein Trank. Der? Eine Minute sprinten. Fick dich doch. So. Speichern. Haben sie überlebt. Nein. Ich hab's vergessen. Wie hieß das nochmal? Gorn ist scheiße. Es gibt kein scharfes S. Scheiße. Tod. Lauch.
Da kommt direkt der nächste. Zack! 300 EP. So viel gaben die nie. Niemals gaben die so viel. Damals. Komm schon. Treffe ich ihn? Ja. So, 300. Gab's halt nie, ne? 300 XP gab's halt nie. Ist halt schon krass. Da oben sehe ich einen. Buddler. Okay. Essen. Weh, jetzt ist irgendwie Gordon gleich weggebackt. Dann ercheate ich mir den wieder. Kann ich den Gardisten da hinten nicht? Nicht den Buddler, der ist mir erstmal egal. Was haben wir hier? Schatten? Ich will den da oben, weil der sieht so nach dem Sniper aus. Da. Wusste, der ist Sniper. Kann ich den treffen? Das wäre super geil. Geil. Super geil. Erstmal mache ich jetzt euch kalt. Schatten, Alter. Geht weg. Geht weg, Schatten. Lernt, wo euer Platz ist. Da. Ja, mit Sicherheit nicht von einem scheiß Schatten. Deswegen. Weil ihr alle sterben müsst. Alle. Ausnahmslos mache ich euch weg. Oh, Fleisch. Oh, Fleisch. Echt nur Scheißwaffen dabei gehabt, ey. Hätte die auch mal besser ausstatten können, bevor sie losgeht. Ein fucking Wolfszahn oder so gehabt. Pfeil. Was ist das? Eine Waffe. Alter Richter. Die ist nicht krass, aber ich guck trotzdem, wo sie ist. Da. Das geht eigentlich. Erstmal die Maschine antreiben. Genau so mag ich's. Hab ich jetzt was? Kann man da rein? Ja, ich glaube nicht. Erstmal hier hochgehen. Da sind nur Buddler, die können mir nix. Hallo? Kumpel. Zack. Und erstechen. So, den mal kurz hier abchecken. Wo ist deine blöde Armbrust? Der hatte gar keine. Ich hasse. Ich brauche irgendwann nochmal einen Händler mit irgendwie ein paar tausend Erz und dann kann ich da hoffentlich den ganzen, zumindest den Kleinkram. Ich will ja nicht mal die krassen Zweihandwaffen verticken oder so, ne? Aber zumindest, ey, wirklich die ganzen Armbrüste, die ganzen kleinen Pisswaffen. Alles weg, ey. Da, den ganzen Scheiß, den ich da mitnehme. Wir haben echt so viel Kohle. Es war, ich will nicht, ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, es war nicht worth, Fälle abschneiden und so einen Scheiß zu lernen. Weil tatsächlich war das eine Menge Kohle am Anfang, die uns, glaube ich, auch echt gut geholfen hat. Aber... Und ich weiß nicht, wann wir zu diesem Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt sind, wo Geld einfach scheißegal ist und absolut gar keine Rolle mehr spielt. Ob wir da viel, viel, viel später vielleicht erst hingekommen wären, wenn wir, nicht dieses Fälle-Zeug und so. Hallo? Wenn wir nicht, ja, Zähne ziehen und sowas bekommen hätten. Weil es ist schon doch ein bisschen krass gewesen. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, es ist nicht worth, aber es ist halt aus dem einzigen Grund nicht worth, dass ich jetzt sagen würde, man kriegt sowieso irgendwie eine Menge Geld. Aber an sich bringt es eine Menge Geld. Also das Geldding ist worth, aber... Wie gesagt, vielleicht sind die Punkte gewastet, weil man... Oh, oh. Nicht darunter fallen. Weil man sowieso irgendwann so viel Geld hat, dass man sich sagt, okay, die 5 Lernpunkte hätte ich auch in Stärke investieren können. Ich will den nicht looten. Geh weg. Ich will nur an die Leiter. So. Ich scheiße jetzt auch mal auf den Gardisten da. So. Wieder Raum clear. Gorn ist scheiße. Weiter geht's.
Aber wir müssen ja auch noch den Ork finden, ne? Stimmt. Das ist nur ein Becher. Okay, ich glaube, die Mine ist clear, oder? Weil hier sieht schon nach Minecrawlern aus. Weil hier kann ja wohl kaum noch irgendwie was kommen mit Gardisten. Da sitzt wer? Es könnte der Ork sein. Ich glaube sogar, das ist der Ork. Gut, das heißt, die Mine ist clear. Bin ich jetzt cool? Habe ich jetzt irgendwie, kriege ich jetzt was? Habe jetzt krasse Arbeit geleistet? Ich glaube tatsächlich wirklich, dass wir jetzt die hohe Robe... Oh, was haben wir denn hier? Göttergabe, Ork-Medizin, okay. Göttergabe. Ist es eine Waffe? Was ist es für eine Waffe? Man sieht's nicht. Göttergabe. Guck mal. Waffen. Vielleicht ist es eine Einhandwaffe. Schlechter Gardistenquatsch. Göttergabe. Was ist es nicht die, die wir schon haben? Hockhammer? Ja, ne? Götter. Ne, Götterhammer. Ist gar nicht Göttergabe. Götter, 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 Götter. Ist es vielleicht wirklich eine. Ist es vielleicht wirklich mal einen fucking Bogen, den man findet? Als Epic Item? Nein. 50.000 grobe Schwerter. Es muss ja was Cooles sein. Also, es wird ja wohl jetzt nicht hier 5 Schaden nur machen. Ich geh da mal zu den Bögen. Knüppel, schwere Armbrust, Horn, Wind, Armee, Wolf, leichte Armbrust, da wird's auch ein Bögen, Langbögen. Nö, hier ist es nicht. Es ist nicht dabei. Okay, Rüstung auch nicht. Das auch nicht. Göttergabe. Ring, Amulette, Flammen, bla 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 bla, Ring, Ring, Ring. Nee. Hier. Ork-Medizin, Wirkung unbekannt. Erstmal schlucken. Die Gabe der Götter. Seit Jahrhunderien. Was? Seit Jahrhunder. Okay, ist ein T. Seit Jahrhunderten. Versucht man das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben? Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Es ist die Macht Medichlorianer, irgendwie so. Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Dem Nutzer und Wirker dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Bartos von Laran. Das Coole ist, theoretisch ist Magie ja wirklich cool. Also das Coolste. So, weil wer kann einfach so Feuerball, so, ne, machst halt theoretisch jeden weg, aber im Gothic-Universum muss es natürlich gebalanced sein, so dass man theoretisch als Fernkämpfer, Nahkämpfer genauso stark ist wie ein Magier, aber in der Theorie ist ein Magier ja im echten, wenn man es aufs echte Leben betrachtet, ein Magier wäre viel stärker als jeder fucking Bogenschütze oder Nahkämpfer. Ich meine, sie werden ja sogar so behandelt, als wenn sie so eine krasse elitäre Gilde wären. Im zweiten Teil oder jetzt auch hier kommt, ist es halt so das Endding, Magier zu werden. Aber logisch, also aber balancingmäßig kann man, ist man damit nicht viel stärker, als man auch als Nahkämpfer wäre oder so. Finde ich schade. Ich meine, vielleicht wäre es halt auch sonst langweilig, weil man OP wäre, aber naja. Okay, muss ich doch da hinten rüberspringen? Über diesen Scheiß?
Bolzen. Anscheinend muss ich da doch rüberspringen. Das ist schade, weil ich weiß nicht, wie ich da wieder da wegkomme. Wobei, hier geht's noch weiter. Da ist auch noch Crawler. Nicht auf den Ork schießen. Ork-Sklave stand da. Habe ich ihn getroffen? Ich hoffe nicht. Oh, hoffentlich mag der mich noch. Ach so, hier kam ich jetzt auf die andere Seite. Fackel, altes Schwert. Vollkommen uninteressant. Geht's hier noch weiter? Nee, ne? Heißt, in der Theorie sind wir durch. Wir können noch mal unten in das kleine Ding. Jetzt gehen wir aber erstmal hier zu dem komischen Ork und quatschen mal mit dem. Hallo? Oder geht's noch weiter? Hallo, Ork. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Ich habe zufällig Medizin gefunden. Du sprichst unsere Sprache. Oh. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Okay, du bist Tarok. Krasser Typ. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Blau und Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Frag doch nicht, was Gachluk ist. Das sind doch eh die Minecrawler. Was bedeutet Gachluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Ja. Gachluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Die Spinnen des Gothic-Universums. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremde bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Alter, wer bist du, Lothar Matthäus, oder warum musst du mal deinen Namen aussprechen? Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Alter, was hat der für ein Hohlkreuz? Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvarkar okay. Und Orantak. Alles klar, hab ich. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Hab ich notiert. Finde ich gut. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Okay. Wo finde ich eine? Feuerechsen in Heimatleben. Heimat von Tarok. Fremde jetzt spawnen die, glaube ich, neu, wenn man das macht. Können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Ja, ich weiß wo, du Affe. Was bedeutet Kat? Sein Horn von Schattenläufer. Okay. Und spitz wie Dolch. Okay, wo sind Schattenläufer? Spawnen. Schattenläufer. Leben in Wald oder in Höhle. Uh-huh. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Ist okay, krieg ich hin. Dvarkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo gibt's die Sumpf? So? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Vielleicht? Lager in Sumpf natürlich. Natürlich. Was ist ein Orkhauer? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Herr Troll. Hab ich Ork gesagt? Ich mein Troll. Wo finde ich? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder ja, easy. Vom Berg runter. Kriege ich hin, aber ich brauche Monsterschrumpfen dafür. Fremder kommen wieder. Monsterschrumpfen muss ich mir aber holen für den Ork, glaube ich. Komme ich hier hoch? Ja, geil. Trank, Schinken und Trank. Komme ich hier irgendwie rein? Oh, ich kann einfach durchlaufen. Alles klar. Astronomie. Ah, ist es die Stelle hier? Ja, ne? Okay. Plöpp. Plöpp. Und ich kann sie wegballern. Pam, pam, pam. Ey, nicht ausweichen. Was ist los mit dir? Alter, der ist ja... Der sollte LOL spielen, LCS. Nicht wegrennen. Ah, wie neu erwischt. Und zack. Hallo, da bin ich. In der Höhle des Löwen. So, da geht's hoch, glaube ich, oder? Sah so aus.
Ich weiß, wir sind schon längst über der Zeit, aber ich denke, ich bin der Einzige, der sich beschwert, wenn ich mal länger mache. Also mal in Anführungszeichen. Okay. Okay. Ah, guck mal, hier komme ich auch entlang. Okay, jetzt müssen wir halt die Sachen besorgen. Das Blöde ist, wir konnten es vorher nicht. Wie bescheuert das doch ist, damit man ja bloß nochmal die Spielzeit strecken kann. Jetzt nochmal, quasi jetzt kann man erst Orks, nicht Orks, die, ich komme hier nicht hoch. Jetzt kann man erst von einem Troll die Hauer nehmen und von einem scheiß anderen Viech die anderen Sachen. Behindert, ey. Damit nicht dasselbe passiert wie damals mit Koranga, der sagt, in der Zeit, wo du weg warst, obwohl ich die ganze Zeit daneben stand, ist leider Iberion gestorben. Das kommt wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt hier raus und wieder reingehe, dann ist der gefangen genommen worden oder so. Und das wäre sonst nicht möglich, wenn ich nicht den Laden einmal verlasse. Mindestens. So. Wir sind hier durch, glaube ich. Wir können nochmal mit Gorn quatschen. Frag mich jetzt, ob jetzt ein neues Kapitel startet oder ob das nach dem Ulumulu startet. Ich hoffe, jetzt startet ein neues Kapitel. Weil wäre schon geil, wenn wir jetzt noch ein bisschen stärker... Steht der Lappen... Oh, Gott sei Dank, der steht noch da. Oh. Da gehen wir nochmal hin. Sagen nochmal Hallo, Gorn. Hab alles hinbekommen, glaube ich. Bist stolz auf mich, hoffentlich. Gerade Schwert. Hallo. Komm mit. Komm. Endlich. Ich glaube, wir müssen dafür raus. Auf. Ich glaube, wir müssen raus dafür. Und der sagt dann... Jo, haben wir gut gemacht. Sag ich doch. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Ja, du hast so viel gemacht. Dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand. Ja. Du bist ein harter Typ. Dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Du machst ja sonst nichts, außer an der Tür da stehen. Bis. So. Okay, Mine erledigt. War eine gute Folge, glaube ich. Komplette Mine gemacht. Finde ich krass. Ich habe zwar ein bisschen Überlänge gemacht, aber das war es mir wert, das nicht in zwei Folgen zu splitten, sondern in eine. War auch jetzt nicht so schwer, fand ich, tatsächlich. Dass wir Gorn zurücklassen konnten, hat uns eine Menge Zeit gespart. Ja, Plan jetzt ist, die Dinger besorgen. Erstmal zu Wolf gehen und uns quasi eine neue Rüstung besorgen. Durch die Crawler-Platten, die wir dann ihm geben. Hoffentlich klappt das. Dann gibt es eine neue Rüstung. Dann gehen wir ein bisschen hier, ne? Ein bisschen farmen. Ich wünschte, wir würden jetzt ins nächste Kapitel kommen. Aber anscheinend passiert das erst, wenn wir das Ulumulu haben, glaube ich. Fuck, das ist richtig asozial. Naja, okay. Ist halt dann so. Müssen wir mal gucken. Weil wegen neuer Waffen und so. Neue Rüstung gibt's ja, aber neue Waffen gibt's dann wohl noch nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die Sumpfeier trotzdem hinbekommen. Die Trolle müssen wir schrumpfen. Da hole ich jetzt zweimal schrumpfen. Einfach. Ist ganz gut, weil dann kriegen wir vielleicht ein bisschen, sag schnell, ein bisschen Kohle werden wir los. Zweimal schrumpfen kostet 2000. Werden wir ein bisschen scheiß Zeug los. Naja. Aber ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ihr wisst ja, was wir da zu tun haben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, wie immer. Ist ein super Spiel. Wer das nicht mag... Okay, ich könnte nachvollziehen, dass man das heute nicht mehr so cool findet. Aber man muss ja auch ein bisschen die Retro-Brille aufhaben und verstehen, dass dieses Spiel, weiß nicht wie alt, fast 18 Jahre alt ist oder so, von 2003, 4, 5, steht's nirgendwo hier zufällig? Nee. Ich weiß nicht, auf jeden Fall schon sehr alt ist. Und da muss man natürlich verstehen, dass vor 18 Jahren, als fucking, weiß nicht, Mario 64 rauskam, noch nicht mal, ja, wahrscheinlich, wo quasi... Ah, okay, nee, die waren schon raus, glaube ich. Die waren... Oder? Ja, sagen wir mal so, auf jeden Fall in der PlayStation 1 Nintendo 64 Zeit, dass da so ein Spiel schon eigentlich... Also, das hätte es niemals auf dem Nintendo gegeben. So, das allein grafisch. Und, naja, ihr wisst schon. Ist ein super Spiel. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis übermorgen. Tschüss. Wiedersehen.